Und das, was hier steht, ist alles super aerodynamisch. Ne? Mhm. Da sind wir also die Spezialisten. Ja. So, weiter. Das ist mein Privatvogel. Mit dem sind wir schon 4000 Stunden in der Luft gewesen. Ja. Das ist der berühmte Fanliner. Und der geht jetzt, die Chinesen haben den gekauft, der geht nach China. Und dann wird der dort in Serie gebaut, weil die Chinesen so weit sind, die kaufen schon fast alle Ferraris und jetzt brauchen die kleine Flugzeuge. Und ich verlagere mich denkerisch nach China, aha, weil da die Post abgeht und auch der Hunger da ist. Die sind optimistisch, ja, haben unheimlichen Hunger und noch mehr Geld. Und das ist gefährlich, das ist mörderisch für Europa. Dem haben wir kaum was entgegenzusetzen. Weder im Hunger, noch im Optimismus, ja, noch schon gar nicht im Geld. Ändert sich, gell? Das ist erschütternd eigentlich. Ja. Obgleich Deutschland immer noch die Wiege der Hochtechnologie ist. Ja. Hier werden immer noch die Grundlagenforschungen gemacht. Mhm. Wir sind nur zu dämlich dazu, das zu nutzen, was wir können. Hier in Deutschland. Unsere weiße Welt ist am Arsch. Wir haben abgewirtschaftet. Ende der Durchsage. Oh je, je. Wenn hier nicht mehr passiert als der Schrott, der passiert, ja, werden wir nachher die Teile fertiger der asiatischen Länder, Indien und China und die kleinen Tigerstaaten, nicht? Aber sagen Sie mal, eigentlich wären Sie doch in so einem Alter, wo man sich normalerweise zur Ruhe setzt. Ja, ich müsste schon 20 Jahre in der Ruhe sein. Ja, wie alt sind Sie? 79. Ui. Ich bin gerade in meiner Midlife-Crisis, ja, ja. Da sind